ich grüße euch und erst wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer Fantasy Gaming News. Und ich habe jetzt hier auch nochmal die Links mit drin von letzter Woche, denn letzte Woche gab es ja leider zu wenig News. Und deswegen hier jetzt die News von letzter Woche und von dieser Woche. Also, wir haben hier von Great Book of Gratis, der hat ein Video gemacht zum Warhammer MMO, das immer noch in Entwicklung ist. Ich habe dazu auch mal Videos gemacht, ist schon länger her, aber ihr wisst ja, MMOs dauern eben halt sehr lange in der Entwicklung und diesbezüglich gibt es da leider keine News. Great Book of Gratis hat hier ein bisschen genauer recherchiert und er hat hier gesehen, der Entwickler, der hat hier Sounds gepostet von Orks. Nun sind Orks aber in jedem Warhammer Franchise dabei, also in jeder Warhammer-Welt, egal ob Age of Sigma, 40k oder Fantasy, ja, es gibt überall Orks. Und er weiß, also man weiß immer noch nicht, ob das Warhammer MMO jetzt im Fantasy-Setting sein wird, im Age of Sigma oder im 40k. Ja, weil wie gesagt, Orks gibt es überall. Er selber erhofft natürlich, dass es Fantasy sein wird, weil er ist halt ein großer Warhammer Fantasy-Fan. Und was er halt noch herausgefunden hatte, das war, dass das Team, das hinter dem Warhammer MMO arbeitet, das hat begonnen mit 35 Mitarbeitern und das ist jetzt angestiegen auf über 100 Mitarbeiter, also ein deutlicher Zuwachs. Und ja, ansonsten gibt es da leider keine News zum Warhammer MMO. Aber ich denke, in Zukunft werden wir da was Genaueres drüber hören. So, dann Total War Warhammer 3, da kam ein kleiner Hotfix raus, da bin ich auch nochmal auf einer extra Reaktion genauer drauf eingegangen. Es gab jede Menge Bugfixes, auch für den Mehrspieler und einige Charaktere, die wurden auch gefixt. Dann machen wir weiter mit den Mods und zwar gibt es jede Menge neue Panzer, die sind jetzt irgendwie gerade ziemlich in und es gibt hier Imperiumspanzer und Kislev-Panzer. Ja, natürlich alles nicht lore-friendly. Aber wenn ihr ein bisschen Spaß haben wollt, dann zieht sie euch gerne mal rein. Und bei Blood Bowl, da kam ein etwas größerer Patch. Ich habe jetzt hiermit das Wichtigste rausmarkiert. Und die Manager-Anpassung ist jetzt verfügbar. Avatare, Frames und Banner können im Manager-Menü geändert werden. Und dann das nächste Cheerleader werden nun rund um das Spielfeld angezeigt, unabhängig von der Cheerleader-Liste der Teams. Filter zum Anpassungsmenü und Teamtrikots hinzugefügt. Dann Spieler mit Eigenschaft. Kettensäge führen jetzt standardmäßig Kettensägen, Fools und Blocks aus. Sie können mit dem Aktionsrad weiter normale Fools ausführen und Aktionen blockieren. Und visuelles Feedback bei der Auswahl des Ziels von hypnotischer Blick hinzugefügt. Der Rest waren soweit Bugfixes. Ich wünsche euch viel Spaß noch mit Blood Bowl 3. Dann gab es bei Raiki noch ein Lore-Video zum Sigma-Kult und bei Warhammer offiziell gab es ein neues Video zum Galmaras. Denn es gibt hier eine Firma, in diesem Fall, na wie heißt sie ja? Genau, Borgschneider, das ist eine deutsche Firma. Die stellt so Warhammer-Sachen her für Warhammer-Action-Festivals. Beziehungsweise für LARPs nennt man die auch. Und da haben sie jetzt gezeigt, sie machen auch einen Galmaras. Gut, damit wären wir am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge oder im Livestream.